alte Straßen und wünschst mir eine neue, aber du kennst sie zu gut, weil du manchmal da durchgehst und ich gerade selten, natürlich nicht sehr oft, aber oft genug, um zu wissen, dass sie dir eigentlich gefallen und dass du sie nochmal abgeben musst. Vielleicht eh nicht mehr heute und morgen auch nicht, aber das Jahr ist lang genug, um es in möglichst gründlicher Art durchzugehen. Aber wohin? Und meine Momente, die ziehen sich länger und länger und finden sich irgendwie irgendwann oben und unten und irgendwann irgendwie auch noch dazwischen. Ich glaube, ich verliere sie an diese langweilige Diskussion, wenn sie so platt und ungesund wäre, würde ich eventuell schon in Erwägung ziehen, einen erschreckenden Satz an die Wand zu sprühen, damit ihn jeder, wirklich jeder von allen liest und hasst. Aber wozu? Und da kommen sie, die Neuen, die Alten, die richtungsweisend liegen gelassenen Gestalten in einer Ereignisfolge, die in sich ein allerletztes Geheimnis verbirgt und auch die vermeintlich schlechten Beweise für das, was noch keiner gedacht und gemacht hat, sind sich höher und bedeutender als jemals in der Mickrigkeit zuvor und geben in der Katerstimmung ihrer Unausgereiftheit ein brotloses Fest. Aber für wen? Ich meine deine komische Attraktion, die du ständig ausstellst, wie ein Bild, das du billig erstanden hast und bald wieder verkaufen willst, hat dazu beigetragen, dass deine Angst größer ist als der Drang, Dinge zu tun, die andere Dinge in Neues verwandeln und fremde Geschichten zu eigenen machen, die sie sich in sich verwischen als einen Teil deiner Konzentration. Aber woraus? Was dich so verstört und du wirst nur sagen, es ist nicht schlimm, es ist nur so, dass ich weiterkommen will. Aber der Taxifahrer irgendwie alles so viel besser formuliert als ich. Aber okay. Du hast ja keine Ahnung, was dich erwartet, aber das ist gut, solange ich irgendwas erwarte, das du nicht erwarten kannst. Und wenn du es erfährst, weißt du nicht, dass es wirklich ist, sondern glaubst, es ist verkehrt und nur wie ein Spiel, in dem du den falschen Charakter ausgesucht hast, obwohl eigentlich so perfekt zu dir passt wie sonst gar nichts. Und du singst und schweigst und schreist und lachst und sagst dir trotzdem nur die ganze Zeit, aha. Die Kette, die meinen Hals zuschnürt, nimmt mir die Luft, die ich brauche, um das Meer zu erahnen. Und deine Augen spielen verrückt und starren mich an wie Katzenaugen. Aber du kannst es nicht verfehlen, wenn du wirklich länger und länger und öfter und immer mehr und dauernd und ständig und niemals nicht und irgendwie ohne Sinn, aber doch völlig logisch, deine ganzen Sachen so gut du halt kannst, sichtbar machst. Sichtbar machst. We'll be right back.
gerade manchmal, da gehst du durch so richtig alte Straßen und wünschst zu werden neu. Aber du kennst sie zu gut, weil du manchmal da durchgehst und nicht gerade selten, natürlich nicht so oft, aber oft genug, um zu wissen, wohin sie letztendlich führen. Es sei denn, es passiert etwas Unerwartetes, dass die Straßen länger ziehen, als sie in Wirklichkeit sind. Aber ich finde aus dem Ganzen wenigstens immer noch aus. Danke, Manu. Es ist schön, einmal das Lied nur zu singen, ja. Aber man weiß dann nicht, wohin mit seinen Händen. Und, ja. Man spielt sich mit der Brille. Beim nächsten Lied. Beim nächsten Lied kann ich mich auch mit der Brille spielen. Es gibt ein Nachfolgelied zu dem Lied, es gibt einen Teil 2, den könnt ihr vielleicht irgendwann hören im nächsten Jahr. Das ist noch der erste Teil, aber es ging weiter mit der Person des Liedes. Okay. Entschuldigen Sie. Sind Sie das Schlager, was Koch, von dem ich die ganze Nacht dran? Ich hab's ja in der Zeitung gelesen, dass Sie das Schlager, was Koch sind. Gestern war der Himmel so hell, die Torten mit Kirschen verziert. Die Oma, die hat gute Kekse immer gemacht, aber der Schlager, was Koch, der regiert. Am Montag, da kommen die Waschweiber her, die wollen ihre Torten perfekt. Das kann ich den Waschweibern ja nicht verwehren, drum halt ich mich an mein Rezept. Am Dienstag, schreien's geschlagen, was koch, der Torten war besser denn je. Das kann ja nicht sein. Da kommt keiner nach, der Torten ist immer so schön. Ja, wir sind der Schlager, was kech, von denen ihr die ganze Nacht rammt. Unser Schlager, was, das ist echt, unser Schlager, was kann's. Die Mutter vom Parkholt, das war die größte Schnapskugel vom 21. Bezirk. Und heute macht das beste Gulasch von ganz Mitteleuropa. Dem fallen die Torten oft zusammen, der kriegt es einfach nicht hin. Aber ich, mir ist noch nie ein Torten zusammengefallen, man kann sagen, ich bin ein Genie. Wie euer Schlaginger Koch, uns was Gutes, schreien eine die Kinder von draußen. Ich schreien ein Zug. Ja, das Schlager, was kocht. Und eine auf eine kleine Jause. Wenn ich in der Küche die Buchteln verschling, da geht's mir allweil so gut. Vergeht's ich gleich. Was für ein Ungustel, ich bin immer deppert und dauernd zu. Geht's scheiße. Ich sag's euch, das ist mir zu viel. Ist ich plötzlich alles verschwommen? Das geht. Höchstens nur eine Brise versprüht. Aber ich hab ein Esslöffel genommen. Ja, wir sind die Schlager, was kech, von denen ihr das ganze Nacht rammt. Unser Schlager, was, das ist echt. Unser Schlager, was kann's. Ja, wir sind die Schlager, was kech, der Hansi, ja, das ist ja einer. Der Hans, ich meine, ja, vielleicht hat er recht, aber Schlager, was koch, ist er keiner. Aber Schlager, was koch, ist er keiner.
ob ein Schlager was kommt.